Hallo im Küchengarten, hallo zum Garten-YouTuber Adventkalender 2023 und hallo zum zweiten Türchen dieses Adventkalenders. Ich bin Katharina und mein Kanal heißt Im Küchengarten. Ich mache jetzt schon das dritte Jahr beim Garten-YouTuber Adventkalender mit und jedes Mal freue ich mich aufs Neue bei diesem großartigen Projekt teilnehmen zu dürfen. Wenn ihr wissen wollt, worum es bei diesem Projekt genau geht, wie lange es schon stattfindet und das Ganze drumherum, dann schaut doch bitte bei Max vom Gartenkanal vorbei. Der hat gestern das erste Türchen geöffnet, auch mit vielen tollen Gewinnen. Viele Grüße an dieser Stelle, lieber Max. Und er erklärt auf seinem Kanal, worum es geht. Unter jedem Video der teilnehmenden Kanäle findet ihr einen Link zu den anderen Kanälen. Unbedingt vorbeischauen und abonnieren, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch, meinen lieben, treuen Zuschauern, bedanken, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr mir immer so viele informative, aufmunternde, motivierende, freundliche Kommentare hinterlasst. Das begeistert mich, freut mich und das gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Als Dankeschön versteckt sich natürlich auch hier hinter meinem zweiten Fensterchen eine Verlosung. Und zwar werde ich insgesamt 4 Gewinner hier auf meinem Kanal auslosen. Zwar gibt es Samenpakete einerseits mit Saatgut, das ich selbst hier im Küchengarten genommen habe. Und zwar ist das einerseits der Steinklee und andererseits die Lufergurke. Zur Lufergurke gibt es ein Video, das verlinke ich euch gerne oben in der Ecke. Von der bin ich ganz begeistert. Der Steinklee ist eine richtig tolle Bienenweide. Da bin ich begeistert, was es dort für Insekten dran hat. Den empfehle ich wirklich in jedem Naturgarten. Zusätzlich zu diesen Samenpaketen habe ich hier noch eine ganz andere tolle Sache, von der ich wahnsinnig begeistert bin. Und zwar ist das hier diese tolle Pflanze. Das ist das Fettkraut und ihr seht schon, es macht hier bei mir wunderbar seine Arbeit. Das Tolle daran ist, also das ist eine Karnivore, also eine fleischfressende Pflanze. Und wie ihr sehen könnt, sind die Blätter ein bisschen klebrig und schön fleischig und hier kleben überall schon verschiedenste Insekten dran. Dann habe ich mir gedacht, von dieser super tollen Pflanze brauche ich mehr, damit ich sie auch zwischen meine Zimmerpflanzen stellen kann. Und die Vermehrung hat mich ziemlich erstaunt, weil sie recht einfach geht. Die Pflanze selbst ist sehr pflegeleicht und für die Vermehrung habe ich einfach ein großes Blatt abgerissen, so wie dieses hier. Und dann habe ich hier so ein Anzuchtglas hoch mit Wasser gefüllt. Na, dieses Blatt ist jetzt zu klein, aber ihr könnt euch das vorstellen. Das habe ich dann hier so reingehängt. Also das Wasser ist über das Blatt gegangen. Ich zoome da näher ran, weil da ist noch eine, ist schon ein Blatt drinnen. Ich nehme das nochmal raus, das kommt nachher wieder rein. Schaut mal, was mit diesem Blatt passiert, wenn es ein paar Wochen im Wasser bleibt. Es bildet eine kleine, komplett neue Pflanze aus. Ich nehme die mal raus. Schaut mal, ist die nicht süß? Wurzeln hat sie noch keine gebildet, aber eine komplett neue Pflanze. Und was ich in diesem Stadium mache, ist, ich lege sie in ein kleines Mini-Anzuchtsgewächshaus mit Karnivorenerde drinnen, die schön feucht bleibt. Schau, dass sie Erdenkontakt hat. Halte das immer schön feucht. Ich sprühe das also regelmäßig ein. Deckel drauf, damit ich hier wirklich ein wunderschönes, feuchtes, tropisches Klima habe. Und dann werden diese kleinen Pflanzen sehr bald Wurzeln ausbilden. Und das ist der zweite Teil, den ihr hier bei der Verlosung hinter dem zweiten Adventkalendertürchen gewinnen könnt. Zusätzlich zu diesen 2 Samenpaketen eine so eine kleine Babypflanze des Fettkrauts, von mir selbst gezogen. Noch ohne Wurzeln oder vielleicht haben sie dann Ende Dezember, Anfang Jänner, wenn ich es an euch verschicke, schon Wurzeln.
Und bitte seht es mir nach, ich bin kein Profi-Pflanzenzüchter und auch mit dem Versand bin ich jetzt nicht so der Profi. Ich bemühe mich natürlich aufs Beste, aber ich übernehme keine Gewähr, falls jetzt auf dem Versandweg irgendwas passieren sollte. Das ist halt dann ein bisschen ein Glücksspiel, ob diese Pflanze erstens bei euch anwurzelt und weiter wächst und ob sie den Versand problemlos übersteht. Aber ich gebe mein Bestes. Was müsst ihr also machen, um an der Verlosung meiner Adventkalenderpäckchen teilnehmen zu können? Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar unter diesem Video mit ein paar freundlichen Weihnachtsgrüßen. Das macht mein Herz immer ganz leicht jetzt im Dezember. Und ganz wichtig, weil ich werde einen Random Comment Picker verwenden, um die Gewinner auszulosen. Und da brauche ich ein Keyword, also ein Schlüsselwort. Hinterlasst bitte das Schlüsselwort Hashtag Saatgut. Ich blende das unten nochmal für euch ein. Und wenn ihr Interesse daran habt, auch an der Verlosung für dieses Fettkraut, für diese Fettkraut-Zwerg-Baby-Pflanzen teilzunehmen, dann zusätzlich zu dem Hashtag Saatgut auch noch Hashtag Fettkraut. Denn ich würde so eine lebende Pflanze gerne nur an jemanden versenden, der auch wirklich Interesse daran hat. Teilnehmen könnt ihr bis zum 31. Dezember. Danach werde ich so schnell wie möglich die Gewinner bekannt geben. Morgen geht es weiter im Naschgarten. Dort wird das dritte Fenster des Adventkalenders geöffnet. Ich wünsche euch eine ganz herrliche, besinnliche, ruhige, tolle Weihnachtszeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche, da kommt nämlich bei mir das nächste Video, wiedersehen hier auf meinem Kanal im Küchengarten. Bis dann und viel Glück bei der Verlosung.